Kannst du dem irgendwas geben? Einen Bogen bauen oder so? Eine Spitzhacke oder irgendwas, dass ich irgendwas machen kann? Zumindest. Irgendwas. Wo ist das Tier? Leid mich mal. Geradeaus? Hinter dem Baum. Hinter dem Baum, hinter dem Hügel. Da war so ein Reh. Und links, die hinter dir? Ja. Geh mal gerade außen links, das ist hier. Gerade aus und links. Genau, jetzt gerade aus. In die Richtung. Da. Ein Tier. Ja? Ein passt. Seltenes Tier. Ist wild hier mit uns. Wir machen diese Panda-Mission, die wir mit dem schwarzen Panda, da wo ich das damals getötet habe. Ein Ultra-Porno-Extrem. Problem ist halt nur, wir haben keine Tiere. Also gar keine. Selbst wenn ja, der Server jetzt rumläuft, ist keine Tiere. Anscheinend ist es ein Bug gerade. Wir brauchen halt Tiere, damit wir fett machen können. Ja, den Bug haben wir ja schon die ganze Zeit. Das ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt erstmal aufhört. Also hier läuft eine Gämse. Da vorne läuft ein Bison. Achso, jetzt sind hier da ganz viele. Da vorne läuft noch ein Bison. Okay, jetzt sind Tiere da. Hier bei uns. Genau, ich sehe es. Da hinten ist noch ein Bison. Okay. Und dann sind die jetzt alle gespawnt, weil vorhin war ja wirklich nichts. Es kann sein, dass der Observer wirklich leben muss. Weil hier ist jetzt schlagartig Spawn. Ja, dann liegt das wirklich daran, dass der Server tot ist. Da, gucke, da hinten. Hier, ich jetzt seh's. Noch ein Tier gespawnt. Ich sehe es, ich sehe, ja. Das war respawnt aber vorher... alles schlagartig. Das war doch aber vorher auch, oder? Ja, ja, aber es respawnt gerade der Reihe nach. Guck mal hier. Ein Elf war nach der anderen. Na gut. Ja, ich sehe es. Ich bin ja auch da. So. Ja, hier ist auch jetzt wieder Tierleben. Ja. Ja, dann darf der nicht tot sein. Also für Singleplayer perfekt dann. Muss am Leben sein. Warum sie das so gecodet haben, versteht zwar kein Mensch, aber. Das also für Singleplayer perfekt. Dann hat man es nicht so schwer. Wenn du dem ein bisschen was gibst hier. Achso, du bist ja schon wieder weg. Dann kann er am Leben bleiben. Der ist schon wieder weg, ja. Der ist halt Oxy-Low, Food Low. Ja, dass low, der hier low nach Hause kommt wenigstens. Dass er ja, den nicht hier ins Haus stellt. Egal, wir haben jetzt Tiere. Passt. Ich kann den nicht bis zum Haus laufen. Ich muss ja mit beiden Chars aktiv zurücklaufen wieder dann. Geht ja nicht. Den können wir im Endeffekt einfach da stehen lassen, immer am Anfang. Und das halt. Wir müssen aber nur Essen und Trinken geben. Das ist ja kein Problem. Das können wir ja machen. Aber er selbst könnte nur mit 16 Frames spielen. Die Innenarchitekten, die haben es nicht mal hingekriegt, die Geräte richtig an die Wände zu stellen. Ich fühle mich da nicht angesprochen. Oh, ich dachte, ich kann mir was herstellen zum Leben, aber ich werde sterben. Noch Oxy. Food low, health low, alles low. Blinkt alles bei dem. Ich kann da nichts machen bei dem. Keine Chance. Ja, ach, ignoriere das einfach. Wir haben jetzt Fleisch. Jetzt ist auch egal. Müssen wir bei der nächsten Mission mal gucken, dass wir vielleicht dann bei ihm nach dem Haus bauen, ihm eine Flasche geben. Ja, einfach am Anfang so ein bisschen versorgen. Man kann, ja. Oxy, okay, kann ich mir rein. Ja, kann, also das. Alles blinkt. 3-4 Debuffs, keine Chance. Ja, wir geben ihm einfach nächstes Mal ein Stack Food, eine Wasserflasche, eine Sauerstoffflasche und fertig. Ja, kann man noch ganz viel Oxy ja nicht geben. Jahre mal vom Fleisch naschen und dann... Genau, Fleisch naschen. Wasser kann mehr, kann ich jetzt zum Wasser laufen. Wo ist denn jetzt, wieso? Ich kann mich jetzt nicht mehr bewegen. Hallo? Tastatur? Ach so, ich habe auf Bluetooth gestellt.
Jo, Enzo, passt so weiter. Bei dir? Hast du ein paar Tore geschossen? Spielst du da online? Gegen... Bist du mit dem Rank-Modus? Okay. Oder gar nicht. Was brauchen wir da noch? Giftpaste. Braucht man zwingend, aber ich glaube, das ist ja schwächer, ne? Ich weiß nicht, was das jetzt verändern soll. Aber wir hatten letztes Mal mit der Giftpaste gemacht. Was braucht man für eine Giftpaste? Verdorbenes Fleisch. Das hast du doch vorher. Lag doch vorher irgendwo. Eins oder mehrere? Und ich glaube zwei oder Und das stellst du dann her in dem. In diesem. Ach, im Mörser direkt, okay, ja gut dann. Stein hole ich mir hier noch. Da gibt's einen Balkon hier draußen. Ja, guck, sie stehen im Ding. Also, ich kann mir nur vorstellen, dass die Tiere dann nicht mehr spawnen, wenn du tot bist, damit du zu deinen Leichen kommen kannst. Genau, dass das ein Schutz ist. Aber wenn du alleine spielst, dann du spawnst ja auch gleich, dann hast du da auf dem Weg auch Tiere. Nee, das ist, denke ich, irgendein Performance-Ding, dass die sagen, während du tot bist, braucht da nichts rumspawnen oder irgendwas, ja. Keine Ahnung. Ja, aber... Von der Server-Mechanik muss da gerendert werden und alles spawnt, wo es Spieler sind. Deswegen bauen wir jetzt ja da auch auf. Wenn wir rumlaufen. Ja, das wird irgendwie. Das hat nichts damit zu tun, dass du jetzt irgendwo rumlaufen kannst oder was auch immer. Das wird einfach nur eine Mechanik sein, die sie irgendwie eingebaut haben. Weil. Wenn du nicht auf dem Server bist, also wenn kein Spieler da ist, dann kein Leben der Spieler da ist, dann braucht nichts da irgendwie gemacht werden. Also wenn du jetzt gerade landest, wenn du irgendwie, also gibt es irgendwelche Mechaniken im Hintergrund. Das hat nichts mit irgendeinem, wie, oh, du musst zu deiner Leiche kommen, zu tun. Naja, aber trotzdem, da wo Spieler sind, sollte alles gerendert werden, mit Spawn, mit allem, finde ich. Ja, sollte, aber ist halt irgendwie anders, es ist halt an den Host irgendwie gebunden. Küche? Mörser? Ich hab schon drei Fleisch in der... Spawn halt drei Fleisch in 235 Sekunden. Wie viel brauchen wir einen? Hab ich schon. Genau, hab ich schon alles da. Hoppla, ich musste noch das Ding Fleisch. Ich hab alles in der Tasche noch. Schon. Das Ding ist, hat keinen Unterschlupf. Was hat keinen Unterschlupf? Achso, ja, war vorhin auch schon mal so. Tu einfach woanders hin. Das kann sein, Technikus. Wie hast du denn geschlafen? So früh schon wach? Schlaf dir doch mal aus hier. Bist du wild mit dir? Ich behebe das. Ich bin wieder da. Ich habe eine Tür. Noch nicht. Da fehlen garantiert Fenster. Ja. Aber nur der Mörser ist immer so zickig. Man kann ja, wenn man, ich glaube, wenn man auf den Boden stellt, daneben, dann geht's. Nur weil er so hoch steht. Stimmt, zuerst mal, ob das wegen dem ist. Tür ist zu. Das geht immer noch nicht. Ich glaube, einfach hier das Fenster gegenüber. Ja, ich mach jetzt das Fenster zu. Achso, Holz und alles hätte ich noch. Du musst dir nur sagen, was du brauchst. Da hast du die Bäume weggeräumt, die da noch lagen. Nee, ich hatte einfach Holz noch vom Weg. Aber wie komisch der empfindlich ist, gell? Das Viech. Nee, das geht ja, auch. Nee, einfach auf den Boden stellen, fertig. Wir nachher nochmal testen.
Ich komme jetzt mit Fenster. Hast du schon ein vergammeltes Fleisch? In ein paar Sekunden. Ich lasse gerade 3 spoilen. 130 Sekunden. Ja, ich habe hier 50 Sekunden. Dann lass das bei dir. Dann koch das lieber. Achso, da habe ich noch. Ne, der Enzo spielt Fußball. Nee, nicht mehr. Ah, da bist du wieder. Ich hatte dir eine Frage gestellt. Wie waren deine Matches? Spielst du online? Bist du ranked? Spielst du, was machst du da? Was ist da los? Ja. Was bist du hier? Diamond 7? Oder was? Nein, ist das? Champ. Pion. Oh, jetzt Champ. Muss er überall gehen, Pion. Jetzt ist alles zu. Das glaube ich nicht, das Ding ist kaputt. Hast du die? Ich habe neben den Ofen gestellt. Guck mal hier. Ist einfach. Ja, jetzt geht er. Also, darf nicht Durchzug sein. Hat's noch was gegeben? Du musst das Fenster zumachen, sonst zickt doch. So, jetzt haben wir 8. Genau, 2 reichen für eine Falle. Also für einmal Gift. Ein Schwefel und 2 Fleisch. Und dann kannst du das mixen. Haben wir schon Eisenpfeile oder so? Waren wir in der Höhle? Nee, oder? So, doch. Nicht, ist das Vieh kaputt oder irgendwas? Nicht schmelzen hier. Ich stelle Eisenpfeile hier. Ein paar. Können wir machen. Hast du noch Fleisch, Ruß? Ja, 3 also, Stück. Den Giftköder brauchen wir nicht. Giftpfeile wäre das Interessante. Giftpfeile. Nee, Leuchtpfeile. Giftpfeile sind 15. Ups. Also das spoilt gleich in 20 Sekunden. Soll ich zusammen tun oder brauchst du das Fleisch direkt? Was nee, brauchst du? Brauchen wir nicht. Passt schon. Okay. Wenn du noch einen Steinpfeil craftest und Giftpfeile gelernt hast, dann kannst du noch einen Giftpfeil herstellen. Und Eisenpfeile können wir auch hier in den Wegbank herstellen, wer das gelernt hat. Jo, habe ich alles schon reingetan. Gut, von mir aus können wir dann loslegen. Ja, die Pfeile craften. Und Giftpfeil habe ich nicht gelernt. Warte, wo, das muss ich mal lernen hier. P1. Giftpfeil habe ich. Achso, das ist das. Ach, das ist in der Hand oder was? Achso, ja doch, ist echt in der Hand, okay, krass. Zack. Schwefel ist hier. Das kann ich da rein tun. Da rein tun. Giftpaste brauche ich, oder was für das Steinfall? Giftfall. Ja, einer geht halt. Wenn dann. Einfach gucken, ob es was bringt. Macht zwar nicht viel Schaden, aber ein bisschen. Ich habe 60 Steinpfeile, die reichen auch noch. Ja. Achso, man hier braucht sind 2 Eisenpfeile. Man braucht 2 Paste. Ich habe nur eine stimmt. machen können. Hier sind 3. Ach, in dem, okay, was muss ich in der Hand machen, ja. Ja, kann ich. Dann let's go in diese Richtung. So, hast du die Pfeile genommen? Die Eisenpfeile? Giftköder. Feuerstein. Ich habe meine genommen, ja. Jo. Aber da okay. sind noch mehr drin. Ich hab nur 14 von den anderen, muss ich noch andere herstellen. 30. Na, Knochenpfeile kann ich glaube ich keine erstochen. 30, okay. Feuersteinpfeile. Yes. Musste man in die Aktionsbar legen und dann konnte man es platzieren oder irgendwie sowas, ne? Mhm, genau. Dann kannst du eh erst warten, dann, bis der kommt. Nochmal alle Sauerstoff schnuppeln. Ist das wie beim Wolf, dass er dann nur da ist und wir warten können oder muss ich, geht's dann los? Du kannst warten, du kannst hinlegen, dann kannst du weggehen. Okay. Und dann du können wir ihn triggern. Los. Warte, bis das Tier auf den Köter anspricht. Wo ist er denn? Wir sehen, was er macht. Hier oben, wo ich bin. Jetzt kommt er raus. Wo bist du? Hier hoch. Schleicht raus. Und er ignoriert den Köder. Egal, Hauptsache er ist da. Geht ja darum, dass er da ist. Gesehen. Ja, dann komm hier hoch. Puffy. Oh, ich bin hinter einem Stein, er hat mich nicht mehr gesehen. Wir sehen dich. Na dann.
Was ist das jetzt, ein Bär oder was? Nee, so ein Puma oder sowas. Giftpfeil 1 getroffen. Giftpfeil 2 auch getroffen. Feuersteinpfeile. Wow. Oh, passt aber auf, wir dürfen nicht sterben, ne? Vergesst das nicht. Wow, okay, der hittet. Aber den kann man eigentlich so machen wie so ein Bär, wenn man es gescheit spielt. Ja. Ich hab's vergessen, dass es so geht. Au. Kann wie so ein Bär den spielen. Messer macht halt einfach so viel Schaden. Ja. Tot. Leute, mir kommt instant bereite Geometrie vor. Ja, weil du lädst halt den anderen Char, der weiter weg ist. Kriegst du Erfolg? Nee, eigentlich müsste man noch seinen toten Char laden. Also hä? Seine Leiche. Habt ihr mich schon wiederbelebt? Ja. Ja, haben wir schon. Ich komme nicht zu meinem Char zurück. Lui. Ah, jetzt. Du bist doch da, das muss halt nochmal laden. Nee, jetzt lädt dich ja weg und wieder hin. Das war's. Ja. Jetzt kriegt einer den Erfolg auch mit dem Ding. Oder alle, keine Ahnung. Aber er beißt schon nicht schlecht zu. Boss Mammut, Jaguar, Boss. Mich. Ja. Wo gibt's den Erfolg? Warum hat er den nicht gezählt? Muss man den Last Hit machen oder was? Bei mir hat er auch. Jungs, sind wir mal weg. Okay. Alles klar. Bis später, Enzo. Danke. Ich hab noch nicht einen dieser Erfolge frei, ne? Ich hab den Wolf halt frei, weil ich den mal alleine gemacht hab. Ich war jedes Mal tot, wenn die Bosse gestorben sind. Ich vermute, man muss den Last Hit machen. Ja, ich hab den von dem schon. Ich hab nur den einen hier gehört. So, jetzt kommen wir zur Kapsel, ne? Ja, ja. Dein Haus mit Terrasse wieder weg. Naja, du hast ja Zeit, hast du selber gesagt, das hast du zu tun in der Zeit. Bin noch wer ein Kürbis? Ich hab noch 412 Sekunden. Nur mein Leben ist halt schwierig, aber egal, ich werd schon überlegen. Ich hab noch Fleisch. Ah ja, das wär nice. Bisschen hochheilen. Und kurzzeitig getankt, das Vieh. Aber du ja auch, oder? Ja, egal. Ich hab noch halb viel Leben. Bobby, hast du noch einen Kürbisbuff? Ich hab gar nichts, ich hab auch kein Oxygen, nichts mehr. Dann komm her. Der Arme. Dann nimm das hier einmal. Dann nimmst du das hier einmal. Dann nimmst du da einmal. Brauchst du noch Wasser? Wasser habe ich. Ja, jetzt. So, was ist mit dem? Ja, es geht vom Weg hier. Wir sind schon Schlimmeres gelaufen, sag ich mal. Aber es. Nee, es gibt 600 oder wie viel? Gibt's schon viel, oder? Nee, 300? Nicht, irgendwie 300 irgendwas oder so und dann 100 noch. 350. Oder 50 oder was. Gibt zumindest ein paar Exotics und ein bisschen. Das ist ja okay, dass man zumindest Exotics so kriegt, ohne irgendwie es fahren zu müssen in der Höhle. Finde ich auch vernünftig, ja. Immer so ein bisschen, muss man da nicht eine Mission unbedingt grinden. Ich fände es aber geil, wenn man Exotics. Weil du kannst ja in Missionen, in diesen Open World Missionen, Exotics bekommen oder farmen mit dem Vorrader. Und ja. Theoretisch kannst du damit dir dann 1000 Exotics zusammen farmen, aber nicht die 1000 Money. Und irgendwie. Du kannst quasi Exotics grinden, aber nicht Money grinden. Nicht effektiv, sag ich mal. Ja, du brauchst ja die Money zum Freischalten so richtig. Nachher dann. Ja, je nachdem, was du jetzt das machen möchtest. Kaufen auch. Also, Money ist eigentlich wichtiger als Exotic. Je nachdem, was du kaufst, oder? Nö. Und du die Pfeile. Also, insgesamt. Das meiste, also Money brauchst du mehr als Exotic. Ja, ja, wenn du es mal freigeschaltet hast. Ja. Mhm. Du hast ja für die Items. Zum Forschen musst du jetzt zum Beispiel 1000 Money zahlen und 250 Exotic und dann nochmal zum Kaufen 750 Money und 250 Exotic. Das heißt,
selbst bei den Items ist die Zotic Ratio zum Kaufen schon immer höher, also als zum Forschen. Und dann hast du ja noch die ganzen Items mit, die nur Money kosten, so, weiß ich nicht, Food, die Kohle, die Pfeile, die Impfungsbooster. Ja, mir fehlt halt im Moment immer nur zum Freischalten die Exotic Money, habe ich ja. Deswegen, aber hast ja recht, das ist echt immer viel Money. Aber ich glaube, bei dir liegt das daran, dass du mit zwei Charakteren die Missionen machst, wo es halt viel Money gibt. Dadurch, die relativ viel kaufen kannst und die Exotics, die gibt es halt nicht so oft, jetzt mittlerweile schon. Ja, ja gut, mir fehlt einfach die Exotic zum Freischalten. Und das mit Grind ist ja nett, aber ist ganz cool, mal so eine Mission zu machen, aber zehnmal hintereinander habe ich auch keinen Bock. Entweder es gibt es so oder es ist. Ich finde es auch geiler, enthält wenn man, anstatt, dass halt man jetzt dreimal die Deep Vine Extraction macht, dass man eigentlich einmal so eine große Mission macht mit, wir bauen uns einmal fett auf, bauen dort einen Bohrer, holen uns so viel Fuel, dass wir 25 Ist doch was ich da als System Bauern noch cool fände? Dass es irgend so ein Gimmick gibt, dass du so für eine bestimmte Anzahl getöteter Tiere oder so am Ende wie so eine Missionsbezahlung bekommst. Das habe ich ja so verstanden. Irgendwo habe ich das irgendwie gelesen oder ich habe es dann vielleicht nur mir eingebildet, dass am Schluss noch so Bonus, so Secret-Dinger gibt. Du kriegst deine Erfolge. Du hast halt Erfolge, aber die Erfolge bringen nichts. Also normalerweise sind die Erfolge, die du hier kriegst, töte 10 Wölfe, töte 50 Wölfe, töte 100 Wölfe. Ja, meine 500 Platin. Da kriegst du ja normalerweise immer so, oh, du hast jetzt ein Damage mehr gegen Wölfe oder du kriegst von den 1% weniger Damage. So, das sind halt so minimale Buffs, die du meistens von solchen Dingern her kriegst. Ach, ist das? Kriegst du das? Ist das da? Nee, kriegt man nicht, aber das ist ja bei vielen Spielen so. Also ganz, ganz viele Spiele, die so Grind oder du kriegst halt ein bisschen was, bisschen Gold oder Geld dafür irgendwie so. Das wäre auch eine Variante, dass du... Das gibt's bei Alien, dem Spiel. Du gibst ja bei jedem Spiel Erfolge, dann kriege ich halt für jeden Erfolg, den ich kriege, krieg ich mal hier ein bisschen Food, hier ein bisschen Ding. Also irgendwas kriegt man halt eine Kleinigkeit. Dann würde sich das Aufbauen auch mehr lohnen, weil dann würden die Leute nicht probieren, wenn sie zu so einem Missionsziel rennen, so viele Tiere wie möglich unterwegs zu skippen. Sondern man hätte einen Anreiz, die wirklich zu töten. Ja gut, das ja, aber wenn die trotzdem rushen würden. Wenn die rushen wollen, rushen die trotzdem. Aber dann, das ist halt, dann hast du wieder eine Option. Ja. Weil das ist ja das Problem. Genau. Das Spiel hat ja nicht das Problem, dass die Stufe 4 irgendwie zu teuer ist, dass die Stufe 4 komplett nutzlos ist. Sondern, dass kein Anreiz da ist, es zu machen. Das ist eigentlich das Problem. Ja. Du hast halt immer den Anreiz, es schnell zu machen. Und schnell ist halt T1, T2. Es ist halt alles auf Speedrun ausgelegt, oder wie? Aber das Gute ist, man kann es ja so hinbiegen, wie man möchte. Auch wenn es nicht so viel bringt. Man kann ja alles Speedrun, aber ich möchte nicht so einer sein, der 10 Speedruns macht und nachher sagt, es ist kein Content mehr. Ich habe ja auch gesagt hier. Gute Nacht, Sky, schlaf schön. Gibt es den Longbow und die Eisenpfeile, also in einer relativ späten Mission, womit du dann so einen Miniboss wegscheuchst quasi. Und das ist halt kein großes Equip und genau so ist es. Du brauchst sehr lange eigentlich gar kein Equip. Das Spiel, ich würde sagen, das Leveln und die Level-Begrenzung mit den, was du skillen kannst, ist ziemlich schlecht umgesetzt. Also ich glaube, es wäre gut, wenn du die ersten 5 Level deutlich schneller kriegen würdest, damit du erstmal so Strohhaus, Holzhaus, was auch immer machen kannst, hier irgendwie Pfeile, Knochenpfeile. Ja, wohl, nee, das finde ich nicht. Weil jemand, der ein bisschen weiß, wie man levelt, du brauchst keine 5 Minuten bis auf Level. Oder sag mal, das meine ich nicht. Ich meine, dass du, wenn du anfängst, ich habe das jetzt zweimal gemacht und du sitzt dort erstmal, überlegst dir, wie komme ich jetzt an das Level, dass ich mir wenigstens Knochenpfeile machen kann und oder so viel, dass ich mir eine Bettrolle skillen kann, dass ich mir ein Lagerfeuer skillen kann, dass ich mir einen Bogen, Pfeile, ein Messer, das sind schon 5 Skillpunkte. Für die 5 Skillpunkte. Da bin ich aber voll bei den Entwicklern. Da haben die sich ja selbst zu geäußert. Die Leute, die sich darüber beschweren, spielen das Spiel falsch. Ich verstehe zum Beispiel nicht, wenn ich Streamern zugucke,
oder irgendwo, wo dann auch so Kommentare kommen. Ja, das Leveln geht so langsam, gerade am Anfang. Und du siehst aber, dass die 100 Kilometer durch den Wald rennen und dabei nichts machen. Jeder, der so ein Spiel kennt, weiß, du idelst mit deinem Charakter nicht. Gerade am Anfang. Wenn ich durch den Wald renne, spamme ich die ganze Zeit F, damit du die ganze Zeit getterst. Das sind XP. Nee, das... pass auf, die erste Mission. Da musst du, glaube ich... Bauen Haus, ja. Ja. Das konntest du in 10 Minuten konnte ich das Holz ausbauen. Aber dazu musst du halt unnötig Sachen einsammeln. Du musst unnötig Dinge machen. Du musst so viele Bäume fällen, da hast du Holz für 3 Häuser. Das meine ich. Die ersten 5 Level, die sollten einen ganz kleinen Ticken schneller gehen, sodass du einen smoothen Übergang hast von ah, ich brauche wohl Holz, ich brauche hier ein bisschen Krams, ich crafte mir eine Axt. Ich verstehe deine Meinung, aber da bin ich scheiße. Und leider dann wenn, sobald du das 5. Level erreicht hast oder so, dass du halt, oder das 4. oder was auch immer, dass du deine nötigsten Punkte zusammen hast, sollte es umso langsamer gehen. Ich finde sogar, das Level 5 geht ein bisschen zu schnell. Dann fehlt aber Content für bis Level 5. Weil du kannst bis dahin, wenn du guckst im Technikbaum, wenn du jetzt länger überleben willst, also länger bleibst und levelst, und du meinst, das soll sogar noch länger dauern, dann, warte mal, ich guck jetzt erstmal, wo ich hier... Eine Sekunde bleiben, wenn du meinen Chance da raus. Ich weiß nicht, ob hier links ist. XTV2 lebt, ja. Ja, ich hab den jetzt auch nicht beide abreißen, hat er das bisher. Nee, aber wie gesagt, wenn du die ganze Zeit was machst, und das ist in Survival Games so, das ist in Ark auch so, wenn du anfängst mit Level. Du sammelst die ganze Zeit erstmal nur Pflanzen, Bären oder Gags. Moin, Andi. Du, find ich, ob du das brauchst oder nicht, du getterst es einfach. Das find ist ich der aber Level Progress. Ich finde das kompletten Müll, wenn das ein gutes Game Design ist, dass du einfach Scheiße machst, um Scheiße zu machen, um LP zu kriegen. Weil, wenn ich ein gut designtes Spiel, da machst du Dinge, um für ein bestimmtes Ziel. Und wenn's, sagen wir mal, das Haus bauen oder deine Spitzhacke craften, dann müsste, weiß ich nicht, die Spitzhacke oder die Axt, das Messer mehr kosten, dass du mehr sammeln musst, dass du, bis du das bauen kannst, das Level hast. Weil du fängst an und du hast Axt und Spitzhacke freigeschaltet. Mehr nicht. Und wenn du die beiden gecraftet hast, 3 Bäume gefällt hast und 2 Steine abgemeint hast, hast du noch nicht das 2. Level erreicht. So, also ich könnte hoch... Dann musst du noch mehr machen. Dann, wenn du noch mehr machst, dann kriegst du 2 Skillpunkte. Dafür kannst du dir das Messer oder das Lagerfeuer holen oder den Bogen und den Pfeil. Wenn du aber nicht weißt, dass du einen Bogen und einen Pfeil holen musst, dann musst du weiterhin mit dem Messer versuchen, Tiere zu jagen. Das sind wir aber wieder bei dem Thema. Deine Ansicht ist eben jetzt, du kannst hoch, dir gefällt du das wohl nicht. Nee, aber meine Ansicht ist nicht, mir gefällt das nicht. Meine Ansicht ist, dass es ein komplett falsches Spieldesign an dem Punkt. Ja, und das, wie gesagt, aber das ist dann halt immer... Das ist keine Meinung, das ist wirklich ein Fakt. Ja, aber das ist dein Fakt. Für mich ist das kein Fakt. Weil ich finde das völlig falsch. Du kannst doch aber nicht sagen, es ist ein gutes Spieldesign, wenn wir das mal ein bisschen extremer machen, dass du 10 Minuten durch den Wald rennst und nur Pflanzen sammelst, die du nicht brauchst. Ich sehe da drin kein Problem. Doch. Das ist Grundproblem von allen Spielen. Du machst Dinge, die du nicht machen willst, sollst oder brauchst. Einfach nur, um sie zu machen, um die Zeit zu strecken. Ja. Das ist doch auch das Ganze, was wir hier mit dem Laufen haben. Das Laufen ist nur zum Zeitstrecken. Ja, aber das ist kein Problem an dem Spiel. Das macht doch das Spiel nicht schlecht. Nur weil du sagst, ich muss was machen, was unnütz ist. Ich habe auch gerade ein riesen Haus gebaut, ist unnütz. Na und, das ist Spiel. Aber da geht's hast du das nicht Haus, darum, was ist da kriegst du das Haus bei raus. Da hast du das Ziel, du willst das Haus bauen. Du. Ich muss doch nicht immer für alles was kriegen. Nee, wenn ich die Parser sammle, kriege ich XP. Ich kriege auch was. Wenn es dir darum geht, was zu kriegen, ja, du sammelst die nicht, damit du die einfach im Inventar hast. Ich glaube, du verstehst meinen Punkt gerade nicht. XP. Ich glaube, du verstehst meinen Punkt gerade nicht. Ihr redet irgendwie aneinander vorbei, ganz ehrlich. Jeder sagt, erzählt was anderes. Eine redet von Bananen, eine redet von Äpfeln. Nee, das ist. Ich finde einfach, es schwierig. Ist. Ein absolutes schlechtes Spieldesign, wenn du Dinge tun sollst, um einfach nur Zeit tot zu schlagen oder um. Ich finde, ein gutes Spieldesign ist, wenn du ein Ziel hast. Das ist immer sinnvoll, was du machst. Ja. Also, und wenn du die Spitzhacke fertig hast, kriegst du das nächste Ziel.
Und wenn du dir die Ziele selber stecken sollst, kann ja auch alles sein, dass du dir selber die Ziele raussuchen musst. Das ist normal, die Axt zu bauen. Dann baust du dir die Axt. Und wenn du die Axt fertig hast, solltest du das nächste Ziel haben. Und wenn du das fertig hast, solltest du das nächste Ziel machen können, ohne dann ewig irgendwas anderes zu machen, was nicht dazugehört. Aber ich muss mal kurz, ich verstehe euch beide. Du möchtest einfach das immer machen, was sinnvoll ist, was dazugehört. Immer. Das eins führt zum anderen. Wo du nichts Unnützes machst zwischendurch. Das gibt's aber heutzutage in keinem Spiel mehr. Die Zeit müsste immer gesteckt werden. Das weiß ich. Das ist natürlich nicht so geil. Nö. Und das ich nicht. Fuffi meint halt, dass es egal, was du machst, das ist einfach okay. Es gehört zum Spiel dazu, weil du es einfach machen kannst. Weil es einfach das Ding ist. Aber es gibt selten in so Survival-Spielen, dass du das halt. Das gibt's in keinem. Das ist auch in Valheim und so. Kriegst du nicht die EXP so, dass du alles, um die Level zu kriegen, zum Freischalten, dass du das nur mit nützlichen Dingen erreichst. Die Zeit wird immer gestreckt. Das ist in Rust so. Wenn das nicht das so einfach nur grinden, so ein bisschen. Survival Games haben den Grind-Faktor. Schon immer. Du, grinden ist nicht das Problem. 100 haben wir bekommen, Exotics. 100 Stück? Wenn du zum Beispiel. 100 Stück, ja, nice. Krass. Wenn du zum Beispiel die Boss-Mission machst, weil du Level brauchst. Oder Money brauchst oder was auch immer. Und dabei dann den Boss nochmal machst. Ja, dann machst du halt eine Mission. Ich verstehe deine Meinung. Dann machst du eine Mission nochmal. Dann hast du einen Spielprogress, den du machst. Ich finde einfach, das ist nichts, was an dem Spiel stört. Oh, es ist Update. Jetzt, ich meine, Anti schreibt im Chat OMG Mimimi wieder. Ich meine, in meinen Augen, jetzt nicht böse gemeint, das ist Mimimi. Wenn das jemand auf Steam schreiben würde, das stört mich. Ich meine es, wie gesagt, nicht böse, nicht falsch. Aber ich würde so ein Feedback bei Steam auch als Mimimi-Kommentar abstempeln. Ja. Weil das nichts ist, was. Das schadet doch nichts. Das tut dir doch nicht weh. Doch, das schadet dem Spielfluss. Neustarter gibt es Updates. Folgendes: ich war noch gar nicht komplett fertig, weil meine Meinung war eigentlich nicht nur, dass das erste Level die ersten Level zu langsam sind, sondern die nächsten Level sind zu schnell. Weil da hast du genau das andere Problem. Du machst die Missionen, bist jetzt, sagen wir mal, Level 5, hast jetzt deine Hütte freigeschaltet, hast Bogen, Pfeile, Messer, halt alles Wichtige, sag ich mal. Vielleicht noch Klamotten, hast du nicht gesehen, Verband. Und an dem Punkt fängst du an, machst eine Mission und sollst, weiß ich nicht, einen Wolf töten. Tötest den Wolf, kommst du draußen bis Level 10. Du hast aber noch nichts anderes benutzt, außer diesem Pfeil und Bogen. Dann gehst du in die nächste Mission. Bis gleich, Anti. Benutzt wieder Pfeil und Bogen. Baust vielleicht noch eine Hütte und eine Werkbank und einen besseren Bogen. Und bist Level 20. Und als ich Level 40 war, waren von den Missionen her noch gar nicht so viel Zeit und so viel Arbeit vergangen, dass man überhaupt irgendwie mal die höchste Werkbank baut. Also ja, geschweige denn die Stufe 3 Werkbank. Da stimme Smurf, ich uns gefällt's allen. Die reden nur drüber, wie es für sie halt besser wäre. Einige Sachen, ist schon normal. Uns gefällt es an, so wirst du nicht spielen. Meine Aussage war auch nicht, dass das scheiße ist. Ich spiele kein Spiel, was mir nicht gefällt, länger als eine Minute. Und die meinen halt nur, das Spiel ist super geil, aber es wäre vielleicht entspannter oder cooler, wenn das so und so wäre. Das ist jetzt eigentlich so normal, das macht ja jeder so ein bisschen. Man kann es hinnehmen, wie es ist. Es ist gigantisch, aber hey, mir wird so und so vielleicht besser gefallen. Man braucht sich nicht darum streiten, dass das Level-System in dem Spiel nicht 100% optimal ist. Ja. So, das weiß jeder. So, das ist nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht perfekt. So, und ich sehe das vielleicht ein bisschen relaxter als du, weil ich schon so viel Survival Games gespielt habe und man kennt es aus dem Genre einfach nicht anders. Aber da ist die Sache, nur weil du es so kennst, ist es dann gut? Also überleg dir mal wirklich rein, wenn du in ein Spiel gehst. Das ist der Punkt. Das mag sein, dass sie das nicht ändern werden, mag sein. Weil deswegen mache ich mir da keine Gedanken mehr drüber. Dafür ist es nicht das zu großes Problem, weil ich meine, klar, du musst 10 Büsche sammeln, die du nicht brauchst. Du musst 5 Bäume fällen, die du nicht brauchst. Aber es ist jetzt kein Riesenproblem. Dennoch ist es meiner. Oder sollen sie, wenn jetzt zum Beispiel mehr Tierspawn wäre, noch ein bisschen mehr am Anfang, dass du halt ein paar Wölfe am Anfang messerst. Dann wäre das mit den Leveln ja auch sofort geklärt, weil du kriegst ja von Tieren so viel EP. Und dass man so schnell levelt, liegt ja, glaube ich, auch ein bisschen daran, das habe ich bei mir selber gemerkt, du gehst auch Tiere töten, die du gar nicht töten müsstest.
Nee. Du machst das nur für die XP. Ja. Also, ich bin meine Missionen alle nur noch durchgewascht am Ende und ich habe mehr als genug EP gesammelt. Ich finde, deswegen habe ich gesagt, an dem Punkt stimme ich dir zu. Wenn du das Argument sofort gebracht hättest, dir geht es später zu schnell. Die Wölfe geben wirklich am Anfang, finde ich, 1000 XP weniger pro Wolf wäre okay gewesen. Das Level-Scaling müsste besser sein für die, also die, das EP-Scaling für das Level, was du tötest, müsste irgendwie angepasst werden, dass du am Anfang weniger und am Ende mehr kriegst. Nee, andersrum. Aber ich finde, das haben sie auch mit einem bestimmten Grund gemacht. Weil du, das Thema haben wir ja schon seit Tagen. Es gibt immer verschiedene Spieler, die das anders sehen. Und es gibt auch Leute, die nicht so viel Zeit haben, das Spiel zu spielen. Und die würden sonst um die Ecke kommen, aus denen ihrer Perspektive, das Leveln dauert viel zu lange. Die haben halt... Verstehst du, was ich meine? Leute, die in der Woche nur jeden Tag 2 Stunden Zeit haben zu spielen, die wollen auch irgendwann Level 40 erreichen. Ja, das also kann ich komplett nachvollziehen, dass die das wollen, aber darauf ist das Game nicht ausgelegt, weil du dich nochmal... eine der letzten Missionen, der letzte Hub. Es gibt da zum Schluss 2 Hub, Quest-Hubs. Die zweite Eiswelt und die zweite Wüstenwelt. Und um die zweite Wüstenwelt freizuschalten, kriegst du dort einen langen Bogen. Und Eisenpfeile. Das sind T2-Items. Und damit sollst und kannst du die Mission abschließen. Klar, du kannst sie auch noch aufbauen. Du kannst auch noch ein bisschen was schicker machen. Kein Problem. Ich würde mir auch nicht zutrauen zu sagen, dafür ist das Game nicht ausgelegt. Moin Song, was geht? Scheiß Impfung, tut mir leid. Gute Besserung. Zittern, echt so schlimm oder was? Okay, das ist heftig. Und das Game vermittelt mir an dem Punkt, dass das Beginn des letzten Gebietes, oder eine der 2 letzten Gebiete, das Beginn des Gebietes, sagt mir, T2 ist dafür ausreichend okay, angemessen. Das ist durch das ganze Game ausreichend. Hier so, und in der Payday-Mission ist das Extraction, da wo wir den Bohrer gebaut haben. Da sagt uns das Game, wir brauchen dafür T4. Und so wie was ich aus diesem Game verstehe, ist, dass wir jetzt, wenn wir die letzte Mission abgeschlossen haben und in die letzte 30-Tages-Mission kommen, können wir Exotics farmen und wir haben jetzt das ganze Game freigeschaltet. Und äquivalent dazu sehe ich, du bist jetzt Level 40. Und das Spiel rein von den Missionen her sagt mir, auch wenn du immer deine Mad Day, wenn du diese Eishütte bauen sollst, also diese ganzen Hütten, die du aufbauen sollst, wo irgendwelche Werkzeuge rein sollen oder Bänke. Sagt mir auch das Game. Wurden vorhin ein paar verschenkt hier von unserem Schweizer und von Fufi. Fufi hat Grompels, glaube ich, geschenkt, genau. Zorn, glaube du hast vom Dremos bekommen und Fufi hat direkt an 2 Geschenke, die hier waren, aktiv. Ja. Level 40 sein. Es ging nicht um die Exotics. Ich finde, dass das in dem Punkt meiner Ansicht nach nirgendwo einen Punkt gibt, der sagt, hier sollst du das und das Level haben. Also ich denke schon, dass das Spiel dir völlig freie Wahl lässt, wo du wann welches Level haben sollst. Der Bogen ist für dich eine kleine Hilfe, aber das wäre für mich jetzt nicht die Aussage, hier ist Tier 2, Punkt. Nee, das muss nicht sein. Nein, das muss auch nicht sein. Aber du siehst diesen Levelfluss. Du siehst, dass du im ersten Quest-Hub sollst du einen Oxidizer bauen. Im zweiten Quest-Hub sollst du eine Küchenstelle bauen. Im dritten Quest-Hub sollst du, was war das? Die bessere Küche bauen. Also im Ofen, einem anderen Dings, ja. Genau, und im vierten Quest-Hub sollst du den Bohrer aus T4 bauen. Das sagt mir ganz eindeutig, hey, jeder Quest-Hub soll grob 10 Level darstellen, ganz grob. Ob du nun 5 Level mehr oder 10 Level mehr oder weniger hast, ist ja völlig dahingesagt. Ja, aber von jedem Spieler kriege ich mit, hey, wir sind in Mission 5 und ich bin Level 40. So, ganz grob. Also, natürlich, manche sind nur 20. Wenn ich mir aber den Questbaum angucke. Ich habe das extra gemacht. Ich wollte mit hohem Level weiterkommen. So hoch wie möglich sein. Ich hab da Bock daran ist auch drauf. Gar nichts auszusetzen. Das machen die meisten, weil wenn ich mir den Questbaum angucke,
Und ich guck den mir jetzt mal aus einer ganz anderen Perspektive an. Kommst du ja zu der letzten Mission, theoretisch, und es wird Leute geben, die das so spielen, die wirklich nur linear die Quests machen, die sie machen müssen, um bis zu der letzten zu kommen. Und ja, dann machen sie ja nicht mal 10 Quests und sind schon ganz hinten. Ja, das ist eine andere Spielweise. Das ist eine andere Spielweise. Ich hatte im ersten Level 15 Level, ersten Dinge 15 Level gemacht. Für die Spielweise muss das Level-System auch funktionieren. Verstehst du? Ja, das Spiel gibt ja nichts vor, es gibt ja nur die Möglichkeit und die Option. Deswegen lässt es dir alle Freiheiten. Da sind wir aber wieder an dem Punkt mit den ersten 5 Leveln, ne? Weil du meintest gerade für die Leute, die jetzt noch die 5 oder 10 Quests machen, um dort ganz schnell zum Ende zu kommen, wo sie T4 haben sollen, soll das Level-System funktionieren. Das heißt, dass du, wenn du das machen sollst, also wenn du Level 40 oder was du auch immer, 35, was du dafür diese Küchenbank oder was auch immer du bauen musst, brauchst, sollst du dieses Level haben und nicht noch dort sitzen und 20 Bäume fällen, damit du dieses Level erreichst. Also, dann sollte aber auch die ersten 5 Level so designt sein. Meiner Meinung nach. Nee, ich würde das einfach anders sehen. Das Level-System ist für keine Spielweise 100% zugeschnitten. Jeder wird für seine Spielweise sagen, es ist nicht 100% optimal. Es ist ein Mittelweg, durch alle Spielweisen geht. Pass auf, mein Argument ist gerade, du hast gesagt, die ersten 5 Level, wo ich meinte, die Büsche sammeln ist unnötig, das solltest du nicht brauchen, um dein Required Level zu erreichen, um das zu bauen, was du bauen musst. Jetzt sagst du aber, wenn du nur die 5 Quests machst und das Ende erreichst, dann solltest du auch, dann muss das Level-System funktionieren, dass du dann das entsprechende Level hast. Sprich, da sollst du wieder nicht diese Sachen tun, also diese 5 Büsche sammeln, um dein Level zu kriegen. Also, ja, die haben halt beide andere Ansichten und die tun sich gerade gegenseitig hier erzählen, wie sie es sehen und fertig. Also das ist ja ganz entspannt. Ich verstehe beide Seiten. Ich, mir ist beides recht. Mir ist beides recht, ob ich unnötig irgendwas fahre oder nicht, ob ich es muss oder nicht. Ich mache einfach, ob ich Bock habe und fertig hier. Das weiß ich nicht, Kawasutra. Die werden schon fertig werden. Die werden schon fertig werden. Ich habe schon die nächste Mission vorbereitet. Müssen nur neu starten wegen Update und jetzt bin ich eigentlich schon wieder soweit. Außerdem machen wir nach jeder Mission immer so eine kleine Pause. Da müsst ihr auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Wir spielen, keine Ahnung, 4, 5, 6, 7 Stunden, machen wir eine oder zwei Missionen, dann machen wir zwischen den Missionen, quatschen wir ein bisschen und machen 10 Minuten oder eine halbe Stunde Pause. Das ist normal. Wir sind ja doch zusammen fast 12 Stunden oder länger, mein Kalisto, und deswegen tun wir zwischen den Missionen einfach sagen, hey, es hat uns gefallen, es hat uns nicht gefallen, fertig. Und das ist keine Diskussion, das ist einfach nur so ein Recap, was wir gemacht haben oder was wir besser finden würden. Oder unsere Ansichten, sagen wir einfach. Ja. Und wir haben ja schon jetzt 2 Missionen gemacht, 4 Stunden. Wenn mich an dem Spiel 0 stört, also wo ich eigentlich sage, ist mir scheißegal. Ich bin auch zwischen den Missionen AFK, bisschen was essen, was trinken, also das ist normal, dass wir zwischendurch reden. Wenn das nicht gut ist, dann ja. Oder einfach mitreden, Mädels. Einfach mitreden. Ist doch ganz normal. Einfach mitreden. Eure Meinung preisgeben. Fertig. Wir bewerten das ja auch. Wir machen das und danach sagen wir, hey, Revue passieren lassen, das hat uns gefallen und das nicht. Und das ist normal in einem Stream. In einem Livestream müssten wir, bei YouTube kann man das skippen. Gehen jetzt vielleicht zu sehr ins Detail, was das Ganze angeht, aber wenn sie Bock drauf haben, ist das okay. Also ich höre dazu, ich sage dann auch was dazu und fertig. Ist doch ganz cool. Und werden ja bald 81 Tage, ich finde es ganz, ganz gut, wenn sich andere unterhalten, dann kann ich ein bisschen meine Fresse halten. Und mir andere Meinungen anhören. Und ihr könnt die Meinung schreiben. Gab es schon am Ende von Mission 1? Na klar.
die sehen, in meinen Augen sehen sie ihre Fehler und bringen fast täglich Updates, um das zu verbessern. Und deswegen judge ich sie da im Moment für gar nichts, weil ich mir einfach angucke, wie sieht das Spiel in 3-4 Monaten aus, inwieweit verbessern sie es. Und ich habe bei dem Spiel einen guten Eindruck, dass die wirklich viel machen, um das Spiel zu verbessern. Ich finde das schon mal jetzt ganz gut, dass sie das gemacht haben mit diesem Schwierigkeitsgrad. Dass sie das so schon außen schon sichtbar gemacht haben, dass sie die Mission so ein bisschen angepasst haben. Das ist schon sehr, sehr gute Richtung. Super Richtung hier. Sie haben ja auch die letzte, dieses Payday, was ich meinte, haben sie ja, glaube ich, vom vierten Quest-Hub. Ich glaube, du hast es gerade offen. Der ist jetzt, glaube ich, nach dem zweiten Quest-Hub. Da hast du ihn gerade, glaube ich, ne? Der Payday Extraction. Genau. Der war vorher im vierten Quest-Hub. Das ist genau das, was ich meine. Jetzt, wo das dort vorne ist, und ich denke mal, dort soll man auch das Radar bauen, vermute ich mal. Da haben sie nichts dran geändert, denke ich. Jetzt hast du das in der Hälfte der Quests. Was halt genau das widerspiegelt, was ich meinte. Du hast nach der Hälfte der Quests hast du halt schon Max-Level. Und so, wenn die dort ist, macht es halt deutlich mehr Sinn. Ist das, was wir gemacht haben, oder was? Ist das mit diesem... Das ist das mit dem Bohrer, genau. Und die war ja vorher ganz am Ende. Und die... Jetzt macht es zwar mit diesen Aufbaumissionen, weil die Aufbaumissionen sind immer noch so, dass du von Quest-Hub zu Quest-Hub ungefähr 10 Level machen sollst. Ganz grob. Und das passt jetzt nicht 100% zusammen, aber da die Mission macht dort an dem Punkt halt deutlich mehr Sinn, weil viele Leute an dem Punkt schon Level 40 oder 50 sind. Ist eigentlich das Level generell so wichtig an sich? Außer, dass man jetzt ab einem gewissen Level braucht man da eh keine Punkte mehr, weil man alles freigeschaltet hat, was man braucht oder nicht. Ich meine, die ersten paar Level, okay, da brauchst du halt dann dein Lagerfeuer, dann dies, das. Wenn aber du alleine spielst, auf jeden Fall. Okay, das Spiel haben sie schon gesagt, es ist nicht dafür gemacht, dass du es alleine spielst. Deswegen, da können wir schon mal ausradieren, weil das ist nicht dafür gemacht, haben sie schon gesagt. Mhm. Sonst könnte man auch respecken, sonst bräuchte man nicht 12 Talentpunkte und sonst wäre der Solobaum etwas ausgereifter. Das haben sie gesagt, das Spiel ist nicht für Solo-Player. Mhm. Du bist viel zu abhängig von den anderen Leuten. Ist halt so ein Koop-Gedanke. Da ist halt die Frage, wie wichtig das Level wirklich ist. Sie hatten ja, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr zu sehen, ne? Das ist nicht mehr drin. Du hast ja dann auch nicht mehr Leben, nämlich, oder? Weil mit mehr Level. Ist es nee, du hast eigentlich nur, die Talentpunkte und die Technikpunkte. Ja, guten Morgen, aber vorher, Fabi. Bevor sie den Patch hatten mit den Missionsanpassungen, also mit diesen Difficulty-Anpassungen, stand nämlich an jeder Mission Required Level dran. Und Required Level war überall 0. Und das war ja ganz offensichtlich noch ein Fehler, ein Bug, ein Überbleibsel, was auch immer. Moin, Jeroka. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass es ursprünglich so geplant war, dass du halt bei der Mission, wo du jetzt die Stufe, die T1-Sachen bauen sollst, da sollst du, weiß ich nicht, Stufe 5 sein. Bei der Stufe, wo du die T2-Sachen baust, sollst du Stufe 15 oder 20 sein. Und ich denke mal, das war mal ursprünglich die Idee dahinter. Mhm. Ja, das haben sie jetzt angepasst. Haben sie wahrscheinlich verworfen und jetzt juggeln sie die Mission ein bisschen hin und her, damit das wieder an das jetzige System angepasst wird. Wir haben ja selbst gesehen, besonders mit dieser Wolf-Mission, dass wir die als zweite Mission gewählt haben, war halt ultra schwer oder fail, war nicht gut, weil ich da nicht genau wusste, stand auch kein richtiger Schwierigkeitsgrad dran. Und jetzt ist es ja okay. Die Wolf-Mission auch immer noch schwerer als die Mammuts-Mission. Ja, ja. Also wirklich. Ist ja auch heftig mit dem Ding. Ja. Wobei die Mammutmission wird schwierig gemacht durchs Wetter, weil wenn du jetzt den Anzug nicht hast, ist es halt mega kalt. Genau, das ist ein anderer Schwierigkeitsgrad. Da musst du dann eine halbe Stunde im Schnee verbringen. Und dann durch die ganzen Wölfe durch. Das ist auch wieder so ein Thema. Ja, der Schwierigkeitsgrad wird... Vielleicht sinnvoll wäre auch ein Wetter- und ein Enemy-Level hinzuschreiben. Und wenn man mal guckt, ich glaube, die Mammut-Mission ist jetzt auch schwerer. Wenn ich das richtig heute gehört habe in einem anderen Stream, haben sie bei der Mammut-Mission die Wölfe, die Anzahl increased unterwegs. Das waren ja schon 3 Millionen. Da sollen jetzt deutlich mehr Wölfe unterwegs sein. Das ist aber kein... Meiner Meinung nach kaum ein... Also, schon schwieriger, aber... Ich muss sagen, für meinen Geschmack sollte der Boss schwerer sein. Schwierigkeitsgrad gibt es ja aus verschiedenen Sichtweisen. Also Tiere, Wetter, was können wir da noch dazu nehmen? Und Skillpunkte, also was du bauen sollst. Also Baumissionen, Missionen.
Genau, und was du geskillt hast auch beim Level, denn wenn du Tiere slowst oder stunst, hast du es halt viel einfacher, als wenn das nicht vorhanden ist. Mhm. Also da tust du die Schwierigkeitsgrad noch verändern dadurch. Ist auch cool eigentlich. Wir haben bei der Mammutmission schon den Anzug aus der Werkstatt. Die meisten, ja, die machen, werden den dort noch nicht haben. Mhm. Weil die ja, klar, nicht schweinten. Mit Fell wäre das wieder was anderes. Wenn du die Fellrüstung hättest, dann würdest du schon mal Unterkühlung haben. Dann müsstest du aber auch in Anführungszeichen nur einen Zwischenstopp einlegen. Aber ist ja auch okay, dass das nicht so schlimm ist, Also nur der Boss. Das würde, glaube also ich, die Mission sogar spannender machen. Ja, nur der Boss an sich ist halt einfach zu einfach. Der Weg dahin und die ganzen Schneedinger kann man alles leichter, schwerer machen, je nachdem, was man anhat. Nur der Boss an sich ist halt jetzt ein bisschen komisch im Vergleich zu dem Wolfsboss. Der Wolfsboss ist halt im ersten Tree. Der spawnt halt 4 bis 6 Wölfe und man ist dann schon ziemlich unter Druck bei so vielen Tieren. Und beim Mammut ist das Mammut alleine, spawnt ab und zu Wölfe, ein oder zwei. Das ist nicht, das ist halt, ja, keine Ahnung. Nicht so schwer. Und das ist im, welchem Tree ist das drin? Wie weit ist denn das? Was ist dann? Ja, nee, wie weit ist das von der Wolfsmission entfernt? Ach so, ewig weit. Ja. Das ist ja komplett auf der anderen Seite. Ich denke, sinnvoll wäre es auf jeden Fall mal die Panther und die Wolfsmission zu tauschen. Weil der Panther ist halt auch leichter als der Wolf. Also ja, viel leichter. Und ich finde... Aber da geht's, geht nicht wegen Sumpfgebiet. Du kommst da nicht hin. Ja, das stimmt schon. Das ist von der Geschichte her schwierig dann. Ich habe auch überlegt, ob es vielleicht sinnvoll wäre, dem Panther Ads zu geben und dem Wolf die Ads wegzunehmen. Aber das macht halt vom Tier her keinen Sinn. Weil der Wolf ist halt eher das Tier als der Panther. Ich mache mir halt gar keine Gedanken. Wenn ich das Update heute sehe, das Update super. Heute war wieder großartig in meinen Augen. Mhm. Ja. Völlig in die richtige Richtung. Das ist halt noch, klar, das ist halt nicht perfekt, das ist alles so, dass sie noch viel hin und her machen, aber sie machen es gut und das finde ich toll. Das letzte Update hat mir ja schon gezeigt, dass sie daran arbeiten und dieses Update hat mir gezeigt auch, dass sie an sinnvollen Sachen arbeiten. Das also sind, nicht nur irgendwelche die Sachen, die wir besprochen Sachen, haben halt auch. Wirklich sinnvolle Sachen. Ja, die Sachen, über die wir geredet haben. Mhm. Es ist zwar völlig ziemlich durcheinander, weil wir in der quatschen, der ist der Meinung, der ist der andere Meinung. Und sich vielleicht manche auch denken, wir schon im Chat stand, labern die jetzt nur, das spielen die auch, wo ich schon gemütet habe und verteidigt habe, hey, wir spielen unsere 10, 12 Stunden und nach jeder Mission machen wir so ein kleines Recap. Schauen, was passiert ist und machen kurz Pause, entspannen ein bisschen und labern halt eine halbe Stunde. Das ist normal, so ist es halt. Also das ist ja kein YouTube-Video, ne? Deswegen sagt jeder seine Meinung, was wir erlebt haben, was wir noch vorhaben und was wir von dem Spiel halten. Gute und schlechte Sachen tun wir aufnehmen. Und man tut halt öfters über die Sachen, die einem nicht so gefallen, länger reden. Denn wenn man sagt, hey, das finde ich geil, das hat mir echt gut gefallen, Ende. Ja, aber ich... Aber das war nicht so geil. Deswegen, dann tut man noch ein bisschen drüber reden. Für mich selbst werde ich erstmal so, ich will jetzt trotzdem mal kritische Gedanken äußern. Ich werde in den nächsten Tagen, oder im Moment habe ich für mich entschieden, das halt alles sehr locker zu sehen. Ja, ist und auch. Da mir gar nicht mehr so viel Gedanken drüber zu machen, wie die letzten Tage, weil mir die Updates einfach gezeigt haben, da wird hart dran gearbeitet und sich da jetzt Gedanken drüber zu machen, ist eigentlich unnütz. Sondern ich gehe jetzt eher mit der Einstellung ran, ich warte mal ab, wie das Spiel in 6-7 Wochen aussieht und bin da sehr zuversichtlich, dass sich dann viel getan haben wird bis dahin. Kann ja trotzdem die Gedanken machen, was einem gefallen würde. Immer dieselben. Ja, das schon. Ja, gut. Aber gerade das Spiel, weil das Spiel Update halt kommt. Ja, und das, gerade weil das Update kommt. Und wir bestätigen ja die Sachen. Keine Ahnung, von den 20, 30 Sachen, die wir erwähnt haben, sind jetzt 3 Sachen da und fertig. Das ist doch super. Wenn es halt jede Woche so ist, why not? Und ich finde es gigantisch. Das Spiel ist gigantisch, die Updates, die kommen, sind super, also perfekt. Wenn ein paar Sachen nicht gefallen, ist egal. Ich spiele es trotzdem. Ah, ich denke mal, Zero hat das auch nicht falsch verstanden, aber was ich jetzt gesagt habe, ich finde halt, das Level 5, das machst du ja einmal. Und wie man das dann macht, ist mir deswegen egal. Das ist mir komplett Pups. Weil ich muss das einmal machen bis Level 5 und... Hast du für mich auch Vanillepudding oder was, Zorn? Wenn ich sammeln gehen würde, wäre mir das auch Latte. Da bin ich halt komplett anderer Meinung. Medizinischen Außenposten? Machen wir das noch? Könnten wir machen, ne? Ich glaube, den habe ich auch noch gar nicht.
Du bist noch raus? Ein bisschen im Quatschmodus mit dabei, aber ich bin heute nicht so richtig fit. Deswegen habe ich auch eben gesagt, ich baue nur das Haus. Ja, ist okay. Das ist irgendwie so. Es strengt heute an, sich zu konzentrieren. Ja, das kenn, ich kenne durch die Gegend zu rennen. Vielleicht kennst du das auch. Ja, ich kenne diese Schwächephase. Ne? Ja, ich versuche die halt trotzdem jetzt irgendwie einfach zu machen, die letzten 80 Tage. Aber das ist, je nachdem, kann ich auch nicht immer. Es gibt halt bessere Tage, da kann man es besser umgehen. Und es gibt schlimmere Tage, da kann man es gar nicht umgehen. Und wenn du dich nicht gut fühlst oder nicht stark bist, dann hau dich hin, entspann dich, zock ein bisschen dein, wie heißt das? Tanks? Nee.